Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerersten Video bei YouTube. Ich habe so viele Videos geschaut, dass ich das auch unbedingt mal ausprobieren wollte und da lag es natürlich sehr nahe, einfach mal meine kleine Box auszupacken, die ich jeden Monat von Studio Calico bekomme. Normalerweise habe ich nur das Project Life Kit im Abo, aber in diesem Monat habe ich mir auch noch zusätzlich etwas Cardstock bestellt und im Sale Stempel gekauft und etwas Washi-Tape. Das zeige ich euch dann im Einzelnen. Los geht's jetzt zuerst mal mit den Stempeln aus dem Sale. Das sind drei verschiedene. Hier ein ganz kleines, dieses Instacapture mit diesen Bildchen und dann die mit den Kreisen. Und dann am Schluss noch dieses mit den vielen Kreisen. Ich bin gespannt, wie ich es einsetzen kann. Ja, genau. Dann, das finde ich ja total cool, diese Kamera auch. Genau, dann lege ich die mal auf die Seite und weiter geht's. Das ist die Box meines Project Life Kits. So sieht die jeden Monat aus. Aber zuerst mag ich euch noch zeigen, was sonst gekommen ist. Diese Stifte gab es als Zusatzgabe, vielleicht wegen Weihnachten, nehme ich mal an. Das sind drei Bleistifte. Die zeigen, steht einmal drauf Studio Calico, Hustle und Make Something. Dann geht es weiter mit den Washi-Tapes. Da habe ich auch wieder ein Stückchen vom Video rausgeschnitten, weil ich nämlich neben der Kamera stehe und dann, um es besser zu lesen, sie einfach etwas aus dem Blickfeld der Kamera rausgezogen habe und außerdem noch dazu nicht das Richtige abgelesen habe. Ich musste erstmal kurz Pause machen und meine Kinder ins Bett bringen. Jetzt habe ich vorgelesen und dann geht es schon weiter. Also als nächstes habe ich dieses Paperpad, das man zum Kit dazu bestellen kann. Das sind die Papiere, die in diesem Monat im Scrapbook und Kartenkit vorkommen in 4x6 Größe. Und ja, es sind von jedem immer zwei drin und meistens sind es total schöne Muster, die man für alle möglichen Sachen benutzen kann. Meistens nehme ich sie für die Fotos. Im Dezember habe ich jetzt fast den ganzen Block verbraucht und ich habe das jetzt schon im November und im Dezember bestellt. Ja, genau. Also ich blätter da gerade durch die ganzen Dinger. Da ist eine pinke Landschaft, finde ich ziemlich cool. Erinnert mich total an Yosemite. Ja, das Papier ist ja super schön. Und dieses erst. Ah, und da das als Stoff und dann ein Rock draus, das könnte ich mir echt super vorstellen. Ja, gut, das war der Block und dann packe ich endlich mein Project Life Kit aus. Das ist immer in dieser kleinen Box verpasst, drumherum ist dann ein Seidenpapier. Und ja, so sieht es da drin aus. Obendrauf die ganzen Embellishments und dann unten verpackt die Karten. Und jetzt schaue ich gerade, ich habe nämlich schon ein englisches Video angeschaut, da war eine Karte dabei, in der, genau diese hier, also hier, da steht drauf January 2015, Far Far Away ist der Kitname und auf der Rückseite der Karte steht ein kleines bisschen was zur Designerin. Ja. Dann ist eigentlich meistens genau, zeige ich nochmal die Karten, das Alphabet, meistens ist irgendein Alphabetsticker dabei, diesmal ist eine Schreibschrift in diesem Mintgrün, dann ein Overlay mit 2015, das ist ein kleines bisschen größer als ein 4x6, das zeige ich gerade, da hole ich diesen Kartenblock, genau, das müsste man sich zuschneiden. Und ich bin mal gespannt, ich würde es gerne für meine Titelseite in meinem Project Life Album für 2015 benutzen. Mal schauen. Das sind Chipboard Words. Das sind weiße kleine Karten. Jetzt muss die Kamera erstmal fokussieren. Genau, hier sieht man sie. Kleine weiße Vierecke mit rosa Schrift. Und hier Chipboard Hearts. Die sind auch in rosa gehalten mit so Goldsprenkeln drauf, ist total schön. Und dann das Stempelset für diesen Monat, das ist 2015 sieht man ja,
und noch so ein paar andere Kleinigkeiten mit dabei stehen. Dann kommt das Wood Veneer. Das ist ein ziemlich dünnes Holz, Dings und ja, sieht man ja Januar. Dann Labelsticker. Das sind einfach Aufkleber, die man auf die Fotos oder auf die Karten kleben kann. Hier sie, zeige ich, kann man ablösen. Und dann nochmal andere Labels oder Banner. Genau, die sind aber zum Rauslösen richtig. Und das, die Farbe, das ist so ein, ja, wie sagen sie immer, Rose Gold. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Kupfer. Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe und glitzert wunderbar. Hier musste ich nochmal ein bisschen was rausschneiden, weil ich Ewigkeiten gebraucht habe, um diese Verpackung von den Project Life Karten abzubekommen. Ich habe jetzt erstmal die 3x4 Karten. Es gibt 3x4 und 4x6 und die sind meistens so, dass die Vorderseite und die Rückseite entweder mit dem gleichen oder ähnlichen Motiv bedruckt sind. Einmal hochkant und einmal quer. Diese hier ist jetzt zweimal hochkant. Das ist Fly Away auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Luftballons. Ja, dann kommt diese Karte mit dem gelben Rahmen. Da steht Photo Number und die gelbe Rückseite. Dann haben wir ein Movie Review in einmal hochkant, einmal quer. Dann das Quer von bla 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 und A Bad Case of Blas. Das ist auch so ein, sieht ein bisschen aus wie ja, Aquarell. That was genius. Quer hoch. January, bla bla, 2015 was one da 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 day. Und dann hier die Unzeichen, von denen ich immer noch nicht weiß, wie sie auf Englisch heißen, doch ich weiß es, aber mir fällt es einfach nicht ein. Auch mal Hochkant und Querformat. Und die kommen irgendwie bei den Amerikanern ständig vor. Weiß nicht warum. Eine Kamera mit Blümchen, Captured steht drunter. Hochkant, Quer, Mint. Farben, eine Karte. Let the good times roll. Das ist die, die zu diesen Luftballons dazu passt. Die nächste, da steht really good. Dann eine Karte mit Hundegesicht, gelb, Hochkant, Querformat. Wieder das Und-Zeichen. Ampersand heißen die jetzt, fällt es mir wieder ein. Dann haben wir die nächste Karte, right here, quer hoch. This year I want to. Dann die Karte, eine von den Karten, mit denen ich nicht so wirklich was anfangen kann. Das ist ein Foto von einer Landschaft. Und entweder ich mache selbst ein Landschaftsfoto rein oder ich möchte was schreiben oder ein Foto aufkleben. Ja, mit denen weiß ich nicht so richtig, was ich mit denen anfangen soll. Aber ich habe mir ja zum Ziel gemacht, dass ich das benutze oder das meiste benutze, sonst würde ich es ja auch nicht kaufen. Und die meisten Sachen gefallen mir und das ist einfach auch irgendwie eine kreative Herausforderung, das zu verwursten. Everything is awesome, passt perfekt zu unserem Lego Movie. Liebe, die bei uns ausgebrochen ist, love this. All that I need today is you. Nee, today weiß ich auch nicht. Wieder eine, die zu der ersten Karte passt, eine Federkarte, so rum oder so rum. Und dann nochmal awesome im Hoch- und Querformat. So, dann kommen die 4x6 Karten. Das ist die mit den Herzen, die zu diesen Ampersands passt. Hoch und quer, quer und hoch. Das ist It was one of those days. Das ist die Skyline von Kansas City. Muss jetzt auch nicht unbedingt bei mir im Kit sein. Genauso wie diese Tierkarte. Aber ja, wenn man da ein großes Foto drüber legt, dann sieht man ja kaum was. Und bis jetzt habe ich sie echt fast alle verwurstet. Adventure Awaits passt wieder zu den mit den Luftballons. Und am ganz am Schluss die rosa Hello-Karte. Ja, so, das war's eigentlich. Ja, ich habe noch weißen Cardstock, habe ich ja vorhin schon gesagt, und Craft Paper gekauft, weil ich ja mich auch an den Layouts versuchen möchte. Genau, damit wären wir jetzt also beim Ende angekommen und ich bin total begeistert, wie einfach das jetzt mit iMovie funktioniert hat, dieses Video zusammenzuschneiden und auch ein Voice-Over zu machen. Da war ich ja überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich das gleich schon machen muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Anschauen.